Willkommen zu unserem Quick-Tipp: Flambieren von Früchten. Dazu benötigen wir eine Feuerstelle, Pfanne, Vorlegebesteck, eine halbe Zitrone mit einer Gabel zum Aufspießen, eine Lusche, Weinbrand, in dem Fall Hennessy Cognac, Orangensaft, als Frucht eine Banane, Zucker, Butter und später zum Anrichten als kleine Beilage eine Kugel Walnusseis. Zunächst einmal kommt die Pfanne auf die Feuerstelle. Ich nehme den Zucker und gebe 2 ordentliche Löffel hinein und warte jetzt, bis der Zucker karamellisiert. In der Zwischenzeit kann ich bereits die Banane bearbeiten. Die beiden Enden werden abgeschnitten. Dann wird die Banane halbiert. So. Und dann mit Hilfe des Vorlegebesteckes an beiden Seiten, also Gabel und Löffel, kann ich dann das Bananenfleisch herausholen. So. Einmal, Schale kommt weg. Zweimal, Schale kommt weg. Man kann die Stärke der Flamme verändern, je nach Bedarf. Am Anfang, wenn der Zucker karamellisieren soll, kann man ruhig ein bisschen mehr Gas geben. Er beginnt schon zu karamellisieren, das merkt man daran, dass er sehr glänzend aussieht. In diesem Moment nehmen wir hier unser Stück Butter und fangen an, in der Pfanne die Butter zu schwenken, also quasi in der im karamellisierten Zucker. Man kann da individuell hantieren, die Pfanne mal runter von der Feuerstelle nehmen, dann wieder drauf tun. Wie schon gesagt, auch die Stärke der Flamme individuell anpassen. Ja, ein bisschen Farbe ist schon gut, so soll so Karamell auch sein. Reduzieren die Flamme ein klein bisschen. Nehmen den Orangensaft. Schön am Rand entlang in die Pfanne hinein. Noch ein bisschen. So. Keine Klumpen entstehen. Noch ein bisschen Orangensaft hinein. Voilà. Wir nehmen dann unsere halbe Zitrone und schwenken diese Zitrone durch den Sud. Das gibt einen schönen Zitrusgeschmack dadurch. So. Und wir haben einen schönen Karamell-Sud. Jetzt kommen die Bananen hinein. Zack. Und zwei. Klein halten, einmal wenden, noch einmal wenden, mit dem Sud tröpseln. Im Gegensatz zu Crêpe Suzette wird jetzt kein Orangenlikör verwendet, sondern nur noch Spiritose zum Flambieren.
schon das Gleiche. Das Ganze werden wir jetzt tun. Ja, hinten. So. Wir nehmen unseren Hennessy-Cognac. Füllen den in die Lusch. So. Wir nehmen die Pfanne von der Stelle. Halten die Lusch über der Flamme, sodass sie heiß wird, und schwenken ein bisschen in Richtung des Randes, sodass dann idealerweise die Flamme übergeht. Ist bei Tageslicht nicht immer so leicht zu sehen. Hat er genommen. Und jetzt die Pfanne zurück auf die Feuerstelle und immer am Rand schön einschenken und gleichzeitig schwenken. Ja. Durch das Schwenken wird Sauerstoff zugefügt und die Flammen entwickeln ihren ja, schon leicht spektakulären Effekt. Schön schwenken, schön schwenken. Teile auf den Teller drauf. Und dann werden sie mit dem Sud, mit dem eigenen Sud, getröpselt. Jetzt eine Kugel, in dem Fall Walnusseis. Meistens nimmt man Vanilleeis, aber das ist kein Muss. Wir hier an den Rand.